Servus, grüezi und hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute bei unserem Projekt Neubartelshagen mit dabei bist. In der letzten Folge habt ihr gesehen, wie wir das Feld hinter unserem Hof abgeerntet haben. Mit einem Ladewagen von Klaas haben wir Stroh eingesammelt und mit einer Fastbale von Vicon Ballen gepresst. Nun müssen wir das Feld für die nächste Aussaat vorbereiten. Dazu werden wir es zunächst mit der Gülle unserer Tiere düngen. Die Getreidestoppel werden wir mit dem Klaas Arion 610 und einem Mulcher entfernen. Dann werden wir mit einer Direktsaatmaschine von Federstadt Raps aussehen. Diese Maschine erledigt gleich zwei Arbeitsgänge für uns, nämlich das Grubbern und die eigentliche Aussaat. Zuletzt wird dann das Feld noch gewalzt und das Unkraut mechanisch mit einem Striegel von Einböck entfernt. Teilweise werden also in dieser Folge bis zu drei Schlepper von Klaas gleichzeitig auf dem Feld unterwegs sein. Wenn dir die heutige Folge gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auch heute wünsche ich dir gute Unterhaltung beim Zusehen, dein Badenfarmer.
Fast am Ende der Folge angekommen und auch heute gab es wieder viel zu tun. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch bitte ein Däumchen und wenn du mehr davon sehen möchtest, abonniere doch den Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder zu einem LS22-Video treffen würden. Bis dahin, bleib gespannt und neugierig, dein Badenfarmer.